Hallo, mein Name ist Markus Jung von Fernstudiuminfos.de. Gestern hatte ich die Möglichkeit, gemeinsam mit Fabio Astuni von Fernstudiumcheck die Vergabe der Fernstudiumcheck Awards zu moderieren. In der nachfolgenden Aufzeichnung der Preisvergabe erfahrt ihr, welche Fernschulen, Fernhochschulen und Fernstudienanbieter die besten und meisten Bewertungen erhalten haben. Die Rankings findet ihr auch verlinkt in der Videobeschreibung, ebenso wie ein Hinweis zu den Foren bei fernstudieninfos.de. Liebe Fernstudienanbieter, liebe Fernschulen, liebe Fernhochschulen, ich darf euch herzlich begrüßen zu den Fernstudium-Check Awards 2021. Mein Name ist Fabio Astuni, ich bin projektverantwortlich für Fernstudium-Check und zur Unterstützung habe ich mir heute Markus Jung von Fernstudium-Infos in den Zoom-Chat hinzugeholt. Hallo Markus. Ja, hallo Fabio. Schön, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Vielen Dank für deine Unterstützung und dass du dich bereit erklärt hast, heute mitzumachen. Und bevor wir auch wirklich ans Eingemachte gehen und die beliebtesten Fernstudienanbieter vorstellen, wollen wir doch auch einfach mal so ein bisschen, ja doch, das aufregende Jahr 2020 Revue passieren lassen. Und von daher meine Frage an dich, wie hast du persönlich und auch mit deinem Portal Fernstudium-Infos das letzte Jahr erlebt, besonders natürlich unter dem Punkt Corona? Ja, für mich persönlich in meinem Arbeitsumfeld hat sich nicht ganz so viel geändert. Ich arbeite sowieso vom Homeoffice aus, wo natürlich ganz viel passiert ist. Das ist bei den Studierenden, die zwar sowieso auch von zu Hause aus oft studieren, aber jetzt war plötzlich vielleicht auch noch der Partner, die Partnerin zu Hause, auch im Homeoffice. Man musste sich die Bandbreite teilen. Es waren Kinder zu Hause, die mit betreut, mit beschult werden mussten. Das waren noch große Herausforderungen, vor denen da viele standen und über die auch berichtet wurde. Und das andere war halt auch, dass die Anbieter in sehr kurzer Zeit sich ja sehr stark umstellen mussten. Es hat sich eine Menge getan, was Prüfungsformen angeht. Also da war schon eine Menge Bewegung drin. Es war ein sehr aufregendes Jahr. Ja, weggefallen sind leider die Möglichkeiten, meine Hochschule vor Ort zu besuchen oder Konferenzen zu besuchen. Ja, was aber auch aufgefallen ist, dass das Interesse am Thema Fernstudium, das ist eigentlich sogar nochmal gewachsen im letzten Jahr. Da war eine Menge los, es gab Aktionen, aber auch insgesamt haben halt viele überlegt, Mensch, was kann ich denn jetzt auch in dieser Zeit für meine Weiterbildung tun? Ja, sehr interessant und ähnliche Erfahrungen haben wir mit Fernstudium-Check auch gemacht. Wir arbeiten jetzt ähnlich wie du auch alle vom Homeoffice aus und bei unserem Portal haben wir das natürlich auch sehr stark gemerkt. Wir hatten den März, wo es wirklich erstmal wirklich diesen Lockdown gab und die Hiobsbotschaften vom Coronavirus, wo dann wirklich erstmal die Nutzerzahlen bei uns in den Keller gegangen sind. Aber das hat sich auch ganz schnell wieder beruhigt und so hat sich das ab April wieder berappelt. Und wir können sagen, dass wir jetzt derzeit um die 8% mehr Nutzer auf unserem Portal haben, die dort unterwegs sind und sich zu Fernstudiengängen informieren, als wir das zuvor hatten. Und das zeigt uns natürlich auch, ähnlich wie dir, dass das Thema Fernstudium immer interessanter wird. Und da können wir uns natürlich auch irgendwo glücklich schätzen, in so einer Branche arbeiten zu dürfen und müssen da auch wahrscheinlich sogar ein bisschen demütig sein, aber sind natürlich auch froh, dass wir da in einer Branche arbeiten, die nicht so sehr davon betroffen ist, aber die auch Möglichkeiten aufzeigen kann, wie man sich auch in solch einer Situation weiterbilden kann. Und genauso wie es bei den Nutzern war, dass wir mehr unterwegs hatten, so war es auch bei den Bewertungen. Und dazu kommen wir ja jetzt natürlich auch. Denn wir wollen natürlich heute die Institute küren, die in den letzten Jahren die meisten und die besten Bewertungen gesammelt haben. Und da kann man schon mal so viel sagen, dass wir im letzten Jahr so viele Bewertungen generiert haben wie noch nie. Das waren nämlich insgesamt 14.731. Mal zum Vergleich, im Jahr davor waren es 9.201. Wir haben also 60% mehr Bewertungen generiert. Und da gilt natürlich auch ein Dank an alle Teilnehmer von Fernstudiengängen, Fernkursen, die da so fleißig bewertet haben und die natürlich damit dann auch Interessenten wichtige Informationen geben, wenn sie sich auch für eine Weiterbildung im Fernstudienbereich interessieren und entscheiden wollen. Und dann würde ich sagen, Markus, kommen wir auch direkt einmal zu den Awards. Wir werden heute Fernlehrinstitute in drei Kategorien küren. Und
Wie sieht es aus? Wie konnte ich mich als Institut für die Fernstudium-Check Awards qualifizieren? Dazu musste man im letzten Jahr mindestens 50 Bewertungen generieren als Institut, 50 Bewertungen erhalten. Und die mussten im Schnitt eine Sternebewertung von 3,75 Sternen von 5 möglichen erreichen und eine durchschnittliche Weiterempfehlungsrate von 90%. Jedes Institut, das das dieses Jahr geschafft hat, bekommt von uns die Auszeichnung Top-Institut. Jetzt bei diesem Video und bei diesen Awards wollen wir von diesen Top-Instituten die erfolgreichsten und beliebtesten Fernstudieninstitute küren. Das heißt, ich habe es geschafft, als Top-Institut ausgezeichnet zu werden. Jetzt ist die Frage, wie gut bin ich unter diesen Top-Instituten? Und da spielt unsere Scoring-Karte eine wichtige Rolle. Insgesamt gibt es 15 Punkte zu erreichen in 3 Kategorien. Die erste Kategorie ist die Anzahl der Bewertungen. Ein Institut, das im letzten Jahr 500 Bewertungen generiert hat, bekommt die volle Punktzahl von 5. Ein Institut, das 5 Sterne erhalten hat im Durchschnitt, bekommt natürlich auch diese volle Punktzahl von 5 Punkten. Und ein Institut, das die Weiterempfehlungsrate von 100% hat, bekommt auch wieder die volle Anzahl von 5 Punkten. Und demnach generiert sich natürlich jetzt dieses Ranking, das wir auf 3 Kategorien verteilt haben. Und da werden wir jetzt loslegen mit den Fernstudienanbietern. Und diese Fernstudienanbieter sind bei uns so definiert, das sind Institute, die Bachelor- und Masterabschlüsse anbieten und auch Zertifikatskurse, die aber keine eigene Hochschulakkreditierung haben, sondern dort in Kooperation mit Hochschulen zusammenarbeiten und diese Bachelor- und Masterangebote auf den Markt bringen und anbieten. Und da wollen wir doch auch direkt einmal anfangen, Markus. Da kommst du auch wieder ins Spiel, denn wir haben hier viele verschiedene Umschläge, wo wir die jeweiligen Gewinner haben. Man muss dazu sagen, in der Kategorie werden wir immer die 5 beliebtesten Institute Auszeichnungen. Und wir gehen da so einen Countdown runter von 5 bis 1, so dass wir dann jeweils zum Ende hin die beliebtesten Institute haben und in dem Fall jetzt den beliebtesten Fernstudienanbieter. Und da werden wir jetzt einmal loslegen. Ich mache den Anfang, Markus, und du wirst danach den nächsten Platz ziehen und bekannt geben. Und dann mache ich so weiter, bis wir eben den Gewinner haben. Alles klar, ich bin gespannt. Ich auch. Und wir fangen an mit dem 5. Platz der Fernstudienanbieter. Und das ist in diesem Jahr die Wirtschaftsakademie Wien mit 4,64 Sternen im Schnitt, 98% Weiterempfehlung und 94 Erfahrungsberichten. Das ist der Sieger aus dem Vorjahr. Auch dieses Jahr wieder unter den beliebtesten 5 dabei. Auch wieder eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, dann mache ich mal weiter mit dem 4. Platz der Fernstudienanbieter. Und auf dem 4. Platz steht das Fernstudienzentrum DISC der TU Kaiserslautern, das Distance and Independent Study Center. Ja, herzlichen Glückwunsch und ich winke da einfach mal rüber, denn noch habe ich meinen Sitz auch in Kaiserslautern und bin da quasi ganz in der Nähe. Die TU Kaiserslautern ist auf dem 4. Platz angekommen mit 4,27 Sternen, einer Weiterempfehlungsrate von 94% und das Ganze basiert auf 190 Erfahrungsberichten. Herzlichen Glückwunsch auch von mir zu dieser Leistung. Und dann schreiten wir auch direkt voran zum Treppchen. Wer hat es auf den 3. Platz der Fernstudienanbieter geschafft? Und da haben wir wieder ein Institut aus Österreich, und zwar die KMU, Akademie und Management AG, mit 4,39 Sternen, 98% Weiterempfehlung und 240 Erfahrungsberichten. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch nach Österreich. Gut, dann geht es jetzt um die Silbermedaille, der 2. Platz der Fernstudienanbieter. Und auf dem 2. Platz steht ein Anbieter, noch ein Anbieter aus Österreich, und zwar die ELG, E-Learning Group. Dies ist auf dem 2. Platz gelandet, auf dem Silberrang,
mit 4,56 Sternen, einer Weiterempfehlungsrate von 98% und das Ganze basiert auf 237 Erfahrungsberichten. Herzlichen Glückwunsch an die ELG E-Learning Group. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und dann kommen wir in unserer ersten Kategorie auch schon zum ersten Sieger. Das sind natürlich alle Sieger, die es geschafft haben. Aber eine Leistung wollen wir noch besonders küren dieses Jahr. Und das ist auf dem ersten Platz die Wings Fernstudium. Wir gehen also ganz hoch in den Norden nach Wismar. Das ist das Wings Fernstudium an der Hochschule Wismar. Mit 4,28 Sternen, 97% Weiterempfehlung und insgesamt 626 Erfahrungsberichten. Also hier nochmal eine super Leistung, mehr als diese 500 Berichte, die nötig waren für die volle Punktzahl, gesammelt. Und damit gehen unsere Glückwünsche hoch in den Norden nach Wismar. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an die Wings, auch von mir. Super. Ja, das war es mit der ersten Kategorie bei den Fernstudium Check Awards. Und wir machen auch direkt weiter mit den Fernschulen, also alle Fernlehrinstitute, die eben Kurse, Weiterbildungskurse anbieten, auch für den persönlichen Gebrauch Kurse. Und da wollen wir auch direkt mal weitermachen. Und da greife ich auch direkt wieder zum nächsten Umschlag und starte wieder mit dem fünften Platz. Und das ist in diesem Jahr das ILS aus Hamburg mit 4,38 Sternen, 96% Weiterempfehlung und ganzen 791 Erfahrungsberichten. Herzlichen Glückwunsch. So, dann schauen wir mal, wer es auf den vierten Platz geschafft hat bei den Fernschulen. Und auf dem vierten Platz steht die OTL-Akademie. Die OTL-Akademie hat ihren Sitz in Berlin und hat 4,62 Sterne erreicht, eine Weiterempfehlungsrate von 99% und 473 Erfahrungsberichte. Ja, die OTL-Akademie bietet unter anderem eine Online-Trainer-Lizenz an, daher auch diese Abkürzung OTL. Herzlichen Glückwunsch an die OTL-Akademie. Glückwunsch. Und auch hier machen wir direkt weiter mit dem dritten Platz. Und das ist auch wieder ein Anbieter, der sich dem Bereich Fitness, Gesundheit und Management im weiteren Sinne verschrieben hat. Und das ist das IST-Studieninstitut, hier direkt aus der Nachbarschaft, aus Düsseldorf. 4,44 Sterne, 98% Weiterempfehlung und 853 Erfahrungsberichte. Ein Glückwunsch. Okay, dann geht es jetzt schon um den zweiten Platz bei den Fernschulen. Und auf dem zweiten Platz steht auch ein Anbieter, der sich mit dem Thema Sport beschäftigt. Und zwar hat den zweiten Platz die Academy of Sports erreicht. Herzlichen Glückwunsch an die Academy of Sports. Sie hat ihren Sitz in Backnang, ist in der Nähe von Stuttgart. Beachtlich hier die Anzahl der Erfahrungsberichte, insgesamt 1.183 Berichte, die hier mit eingeflossen sind. Das Ganze mit 4,63 Sternen und einer Weiterempfehlungsrate von 98%. So, Fabio, jetzt bin ich gespannt, wer bei den Fernschulen auf dem ersten Platz steht. Ja, das ist natürlich jetzt wieder spannend. Was ja zu sehen ist, viele Institute aus dem Gesundheits- und Fitnessbereich sind weit vorne. Wer weiß, vielleicht in Corona-Zeiten haben sich viele entschlossen, da nochmal einen Kurs zu machen, kommt das Thema natürlich immer weiter nach oben. Und da wollen wir auch direkt mal schauen, ob wir in dieser Sparte bleiben und wer den ersten Platz bei den diesjährigen Fernstudium Check Awards 2021 unter den Fernschulen gemacht hat. Und das ist ein Wiederholungstäter mit der Ekodemi aus Troisdorf. 4,9 Sterne, 100% Weiterempfehlung und 553 Erfahrungsberichte. Also 100% Weiterempfehlung. Alle Teilnehmer sind da nahezu zufrieden und würden diesen Kurs weiterempfehlen. Die Ökodemi gewinnt diesen Titel zum dritten Mal in Folge. Also wirklich nochmal auch ein Zeichen von der hohen Qualität und Zufriedenheit der dortigen Teilnehmer. Und von daher ist das eine besondere Leistung. Und dazu auch nochmal unsere besten Glückwünsche. Ja, herzlichen Glückwunsch an Ökodemi, auch von mir. Und dann kommen wir auch schon
zum letzten und ja, abschließenden Kategorie bei den Fernstudium Check Awards dieses Jahr, und zwar zu den beliebtesten Fernhochschulen 2021. Und da wollen wir doch direkt einmal weitermachen. Dazu ziehe ich den fünften Platz. Ja. Und das ist in diesem Jahr die Akkad University aus Stuttgart mit 4,22 Sternen, 94% Weiterempfehlung und 249 Erfahrungsberichten. Herzlichen Glückwunsch. Dann weiter mit dem vierten Platz der Fernhochschulen. Ein Anbieter aus Hamburg, das verrate ich schon mal vorab. Und zwar steht auf dem vierten Platz die EuroFH. Die EuroFH gehört mit zur Klett-Gruppe, wie viele von euch wissen werden. Zusammen mit ILS und Fernakademie teilt sie sich den Standort in Hamburg. Ja, die EuroFH hatte 653 Erfahrungsberichte bekommen, bei einer Weiterempfehlungsrate von 98% und 4,31 Sternen. Herzlichen Glückwunsch an die EuroFH. Auch meine Glückwünsche nochmal nach Hamburg. Und dann kommen wir wieder zu den Treppchenplätzen. Starten mit dem dritten Platz unter den beliebtesten Fernhochschulen. Und das ist in diesem Jahr die IUBA, Internationale Hochschule Fernstudium, mit 4,45 Sternen, 97% Weiterempfehlung und satten 1298 Erfahrungsberichten. Auch wieder hier eine ganz tolle Leistung und meine besten Glückwünsche dazu. Ja, da zeigt sich dann wohl auch, wie groß einfach die IUBH mittlerweile geworden ist an dieser hohen Anzahl auch an Bewertungsberichten. Ja, Ja, natürlich. dann freue ich mich jetzt, den zweiten Platz bekannt geben zu dürfen bei den Fernhochschulen. Und auf dem zweiten Platz steht ein Anbieter, den wir auch in einer anderen Kategorie vorhin schon gesehen haben, und zwar die IST, Hochschule für Management. Vorhin war es das IST-Fernlehrinstitut, hier das IST-Hochschule für Management, University of Applied Sciences. Sie hat ihren Standort auch in Düsseldorf, hat 4,43 Sterne bekommen, eine Weiterempfehlungsrate von 98% und auch über 1000 Erfahrungsberichte, 1055 waren es genau. Herzlichen Glückwunsch an die IST-Hochschule. Ja, und jetzt mal schauen, wer ganz oben auf dem Treppchen steht bei den Fernhochschulen. Ja, da kommen wir jetzt zum Finale, das wenigst erwartet wird. Und in diesem Jahr hat es geschafft. Wir gehen wieder in den Süden von Deutschland. Die SAH Fernhochschule, Mobile University aus Riedlingen mit 4,46 Sternen, 98% Weiterempfehlung und 844 Erfahrungsberichten. Auch hier haben wir wieder einen Wiederholungstäter. Die SAH Fernhochschule gewinnt diesen Titel zum dritten Mal in Folge. Auch hier wieder eine herausragende Leistung, zu der wir euch auf jeden Fall von ganzem Herzen gratulieren. Ja, herzlichen Glückwunsch an die SAH Fernhochschule. Da schließe ich mich an. Super, Markus. Dann sind wir auch schon durch mit den diesjährigen Awards. Alle Ergebnisse und auch alle Institute, die es nicht unter den Top 5 geschafft haben, werden wir gleich im Nachgang sofort auf unserem Portal live stellen. Da können also alle Top-Institute nochmal nachschauen, welchen Platz sie dann am Ende des Tages ergattert haben. Und dann bleibt mir nur noch übrig, Markus, dir ganz herzlich zu danken für deine Unterstützung heute und auch bei allen Instituten, die an diesem Wettbewerb so rege teilgenommen haben und natürlich an den ganzen Fernstudienteilnehmern, die so fleißig bewertet haben und diesen Award auch erst möglich machen. Ja, sehr gerne, Fabio. Hat mir Spaß gemacht und ich bin gespannt, was so im nächsten Jahr an Bewertungen auf eurem Portal erscheinen werden. Ganz genau, da sind wir auch. Mit diesen Worten verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao. Schönen Tag an alle. Tschüss.